So, heute mal wieder ein neues Spiel und zwar spielen wir Score Match. Das ist eigentlich das gleiche wie Score Hero, nur dass man das gegeneinander spielt, gegen andere. Und ja, man hat dann so feste Spielabläufe. Besser gesagt, man hat dann so ein paar Möglichkeiten, wie man den Ball passen soll. Und in der Defensive muss man versuchen, die Pässe zu unterbinden, die Leute anzugreifen. Und in der Offensive muss man natürlich versuchen, die Verteidiger auszuspielen und ein Tor zu erzielen. Derjenige, der als erstes zwei Tore geschossen hat, hat gewonnen. Oder wenn man mit 1-0 führt, dann hat man auch gewonnen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ansonsten bei jeder Art von Unentschieden geht es ins Elfmeterschießen, wo jeder drei Versuche hat. Und dann geht es halt im K.O.-System weiter. Im Moment sind wir in der Defensive, versuchen den Angriff zu unterbinden. Also man ist immer einer von denen und hat dann so eine Zeit ablaufen. So, jetzt wurden wir gefoult. Okay, spielen wir mal den an. Also den, den man anspielt, kann man auch vorher selektieren. Denn dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass derjenige auch den Ball annimmt, weil er dann das System weiß dann, okay, das sollte ein Pass zu dem sein. So, passen wir wieder zurück. Und wieder hin. Der Ball war zu ungenau. Und jetzt ist der Gegner wieder dran. Und den haben wir abgefangen. Den haben wir zwar nicht gesteuert, aber er hat den Ball direkt zu uns gepasst, genauso wie wir eben den Ball verloren haben. Und jetzt haben wir die Chance, in Führung zu gehen. Ja, schwierig. Ich versuche nochmal abzuspielen. Ist aber nicht gelungen. Shit. Ja, aber von da ein Tor zu erzielen, hielt ich für etwas unwahrscheinlich. Deswegen habe ich mich nicht ganz getraut. So, ja, das war schon kein schlechter Angriff. Ja, jetzt ist die Frage. Ich versuche es mit dem und hat gut geklappt. Ja, wir haben den Ball zurückgewonnen. Sehr gut. Können wir jetzt einen in den Lauf schicken? Ja, da. Sieht gut aus. Jetzt könnten wir eigentlich das Tor erzielen. Yes, 1-0. Ist noch genug Zeit zu spielen, aber trotzdem 1-0-Führung ist auf jeden Fall eine gute Sache gegen den Brasilianer. Und drauf da. Aber nicht der Ballgewinn, weil der Gegner doch noch vorher am Ball dran war. Schade. War eigentlich ein guter Angriff. So, versuchen wir wieder zu stören. Aber der macht das jetzt gerade ganz gut. Jetzt weiß er nicht ganz, wen er anspielen soll. Und verliert den Ball wieder. Das ist jetzt unsere Chance. Jetzt könnten wir es klar machen. Jetzt muss er ihn im Tor unterbringen. Und da ist es. 2-0. Erste Match geht an uns. Sehr gut. Alles klar. Spielen wir noch eine zweite Runde, würde ich sagen. Und ja, dann gucken wir mal, ob das ein längerfristiges Projekt wird. Also Bock macht es auf jeden Fall. Ich gebe wieder mal kein Angebot ab. Aber ich bekomme trotzdem den Anschluss. Das ist schon mal lieb. Ja. Also wie gesagt, Bock macht das Spiel auf jeden Fall, nur ob das ein langfristiges Projekt wird, das weiß ich noch nicht. Wenn ihr darauf Bock habt, dann sagt einfach Bescheid, schreibt es in die Kommentare und dann kann man das ja auch gegebenenfalls berücksichtigen. Aber versuchen wir jetzt erstmal hier mit 1-0 in Führung zu gehen und wir sind schon relativ weit fortgeschritten. Und der Pass war nicht so gut, aber jetzt können wir ihn von da reinschießen und das ist uns gelungen, 1-0. Durch unseren Kapitän Petersen. Das war auf jeden Fall ein starkes Ding. Zum Glück aber konnte der Verteidiger den Ball nur abprallen. Und der Ball kam wieder zu uns. Ansonsten wäre der Ball weg gewesen. Und jetzt haben wir auch den Ball schon wieder zurückgewonnen. Wenn wir das gut machen, könnten wir das Spiel jetzt schon für uns entscheiden. Aber den hat er sehr gut verteidigt. Da war nichts zu machen. Und jetzt müssen wir wieder den Ball gewinnen. Und versuchen, das Gegentor zu verhindern. Der Pass war nicht so optimal von ihm. Vom Türken. Ich glaube, das ist eine türkische Flagge. Jetzt kann er den Ball nochmal nach außen spielen. Jetzt müssen wir irgendwie dazwischen gehen, aber es sieht nicht gut aus. Da hat er freie Bahn und macht den Ausgleich. Ja. Das war stark. Und den konnten wir nicht unterbinden. Boah, starke Grätsche.
Ja, und wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann geht's jetzt ganz schnell nach hinten los, das Ganze. Aber zum Glück haben wir den Ball zurückgewonnen. Wenn es auch nicht unser Verdienst war. Aber gut. Versuchen wir jetzt den Angriff zu starten. Wenn wir den gut geschickt bekommen, ja, sieht gut aus, dann könnten wir jetzt das Spiel entscheiden. Und da ist es. Kamara mit seinem dritten Tor heute. 3 Tore habe ich mit dem gemacht. 1 mit Petersen. Ja, und das war jetzt mal die erste Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann schreibt es einfach in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns dann bei dem anderen Projekt oder vielleicht bei der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie es weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin.